Ja, es geht wieder weiter bei Star Wars The Force Unleashed. Ja, ich habe jetzt den Spielstand wieder hergestellt, mühselig. Und ich bin bereit weiter zu spielen. Wir spielen an der Stelle weiter, an dem Level anfangen, wo wir letztens aufgehört haben, weil... ja, weil vieles von dem Level wurde nicht aufgenommen. Und deswegen fangen wir jetzt ab hier an. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Die Macht ist stark in dir, mein Junge. Wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Ja, ich überspringe das jetzt. Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen, ne? Jetzt können wir nur das Wartespielchen spielen. Ich habe hier irgendwo eine PSP bei mir. Ja, egal. Also gut, jetzt sind wir wieder hier. Leckt's noch, oder? Leckt's? Naja, kann ich nicht behaupten, dass es wirklich flüssig läuft, aber es läuft besser als normal. Die vorherigen Parts, die waren ja alle nur Gelecke. Ich will in das Raumschiff. Ich will zur Mond. Wenn ich groß bin, will ich zum Mond fliegen. Warum warten? Du mit deinem Geschütz wieder. Ja. Was denn du schon wieder? Das nennt man Kreaturenweitwurf. Ach ja, ich habe jetzt auch ein bisschen mit den Kombis rumprobiert. Und, auf dem Weg bis zum Level, wo ich das neu gemacht habe. Oh, jetzt leckt's wieder, oder? Nee, auf jeden Fall auf dem Weg zu dem Level, wo ich es neu gemacht habe. Da habe ich versucht, so viele Machtsphären einzusammeln, wie ich gefunden habe. Und wir haben extrem viele übersehen. Oder ich habe sehr extrem viele übersehen. Oh Mann. Ist das normal oder? Ich weiß nicht. Also ich kommt mir ein bisschen langsamer vor, weil wir aufnehmen, ja. Oder weil ich aufnehme. Erst einmal diesen dunklen Emo da fertig. Ja, es läuft langsamer, oder? Kann ich nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Also der Angriff, der ist schneller. Aber die anderen Bewegungen, die sind langsamer. Naja. So, tschüss. Und weiter geht's. Über diese Dinge hier. Ja, genau die hier. Hey! Hey! No. Not all Geschütze. Hä? Der ist schon tot? Naja, ah ne, da ist er. Jetzt leckst du hier. Ja, okay, das war vorhin doch schnell, aber jetzt ist es wieder langsam. Es ist wieder langsam, ja. Vielleicht liegt es am Spiel, dass da so viele detaillierte Pixel da sind. Deswegen kann es sein, dass das ein bisschen leckt. Also es liegt da nicht an der Aufnahme, sondern am Spiel. Nicht wahr, du? Stehst du nur rum, bist du eine Statue? Nein.
Ich hab ihn gerade fett in die Eier geschlagen und dem hat's. Ja, ihm hat ihm nichts ausgemacht. Roboter-Eier. Oh nein, lass mich los. Schmeiß mich bloß nicht, nein! Oh! Das wäre jetzt was gewesen, wenn er mich da runtergeschmissen hätte. Lass mich los! Nein! Geh weg! Jetzt leckt's wieder, jetzt. Warum leckt es nur so? Kannst du mir nicht erklären. Scheiße. Wow. Steh auf. Hopp. Bam. Diesen Angriff habe ich während des nochmal machen gelernt. Und nochmal. Bam. Hey du. Du gehörst in den Schrott. Auf dem Schrottplatz. Er war zu jung, um von uns zu gehen. Oh, die Kanone hat Leben verloren. Witzig. Wow. Ah! Stand up. Ich glaube, der Sound von dem Spiel ist ein bisschen zu leise, oder? Ich habe Angst, dass ich den zu laut mache, dass man mich nicht mehr hört. Wobei, ein bisschen kann ich schon lauter machen. Ich bin denn jetzt so. Oh Gott, angreifen wir diesen. Hier, bitte! Na komm! So! Hallo! Oh! Ach, die explodieren! Was gibt's denn für Sinn, das für Pflanzen? Hä? Das Missionsziel. Also geht's hier doch lang. Komisch. Naja. Dann gehen wir mal da lang. Und was kommt jetzt? Ich hab's vergessen. AT-AST, oder? S-AT-ST. Jawohl, AT-ST, dachte ich mir. Was kommt jetzt? Oh, wow. Oh, scheiße. Wahrscheinlich als kleiner Boss, ne? Ei, mit denen habe ich schon aufzutun gehabt. Auf dem Weg zum diesem Level. Nicht wahr? Also ich sag's dann an bis zu. Ich sag's euch dann, wenn wir bei der Stelle sind, ab der es wieder blind ist. Weil bis hierhin kenne ich das alles schon. Haha, unter seine Beine, direkt hinten. Und greift jetzt seinen Roboterrücken an. So, jetzt können wir einen Schock. Das schockt dich, was? Wie gut ich bin. Und. Na, ach komm, ich will den nur einen Schlag. Da muss man denn so ein Stunt-Action machen. Hey, jetzt hat er wieder viele Leben. Komisch. Also gut, nochmal. Der Taste. Ach, scheiße, jetzt habe ich Q gedrückt. Naja, wir verlieren zum Glück keine Leben. In anderen Spielen, wo sowas ist, ist es so, dass man da Leben verliert. Und nicht gerade wenig. Ach komm. Ich bin ja doch mit im Kampf, da tippe ich halt die Maustaste zweimal. So. Jetzt die rechte, linke Maustaste. Und halbiert. Was ist denn da alles in so einem AT-ST drin? Aha, okay. Okay, interessant. Können wir die nehmen? Kann man das. Ne, die verschwinden, okay. Habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht. Komme! Homme! Ho! Komme, Homme! Ho! Spinnennetze. Kämpfe dich durch das imperiale Basislager. Vor! Die töten ihre eigenen Männer! Tschüss! Und noch ein Spaß. Spaß. Oh, wie. Eine fleischfressende Pflanze. Die Feuer spuckt. Oder Gift, was soll's. Erstmal schalte ich diese Weißen aus.
Alter, der hat eine Blasterkanone, nehme ich an. So, der ist tot. Jetzt greifen wir den Kopf an. Hey, der hat Leben verloren. Warum denn das? Ich hab den gar nicht angegriffen bis jetzt. Oder haben die anderen Gegner den vielleicht erwischt, wo sie auf mich geschossen haben? Katschu! Wow. Ja. Da. Okay. Und zack. Kommt noch was? Nein, wieder ein Halbierer. Entschuldigung. Aber ihr habt mich angegriffen. Ich versuche mich nur zu wehren. Hättet ihr mich nicht angegriffen, hätte ich euch in Ruhe gelassen. Aber naja. Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder hier bei der Stelle. Okay. Das ging aber schnell. Aktiviere die Stabilisationsnexus. Generatoren? What? Hallo. Na was, ne? Alright. Das haben wir doch das letzte Mal auch gemacht, sein Geschütz geklaut, ne? Dann schießt er mit seiner Pistole. Oh, bist du süß, du bist ein Soldat und hast nur eine Pistole. Niedlich. Und du? Und du hast auch nur eine Pistole. Oh, du Armer. Weißt du was? Fliegen! Okay, was muss man damit jetzt machen? Sieht aus wie ein Auto. Irgendwie. Hey, was? Achso, Blitz, glaube ich, oder? Blitz? Scheiße, wie ging Blitz nochmal? Achso, ich habe keine Macht mehr. Dann warten wir erstmal. Und Blitz! Ah ja, die müssen wir aufladen. Die müssen wir halt immer rumgehen, um die ganzen. Um das ganze Gebiet halt. Aua, das tat sich ja weh. Was glaubt ihr, wie hart so ein Schild ist? Hey, ihr! Lass mich mal da drüber springen. So. Nein! Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte schon, ich fall da in irgendeine tiefe Klippe runter. So wie da, so wie hier. So, probier sie gleich aus. Was hast denn du, hä? Ich will auch so eins. Oioioi, ich bin hier ziemlich am Rand. Ich bin am Rand. Hm. Und tschüss. Friss die Pflanze. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, wir müssen jetzt hier durch. Ach, wieder so eine dunkle Truppe und ein paar Sturmnies. Den haben wir mitgerissen, wie lustig. Wir haben alle mitgerissen, wie geil. Alter Schwede. Bam! Was, ihr wollt noch einen? Okay, komm her. Ach komm! Ich wollte ein bisschen Spaß machen und den angreifen, wenn er mich angreift. Dann komm mir auf zu blocken. Danke. Aua! Autsch! Jetzt ist es aber gut hier. Es gibt hier noch ein Schild irgendwie, aber ich weiß nicht so genau, wie er geht. Ich probiere es mal ein bisschen. Wobei, jetzt machen wir erst, wenn wir den gekillt haben, dann probiere ich es ein bisschen rum. Nein, weh, du schmeißt mich runter. Okay, das ist schon der dritte, der mich runterschmeißen hätte können. Oh, das dritte Mal ist halt der zweite Typ, der das machen könnte. Dann gehen wir jetzt mal nach hier lang, oder waren wir hier schon? Nee, natürlich nicht. Wir müssen ja dann immer in die Mitte, um zu einem weiteren Teil hinzukommen. Das Leid dieser Kreatur spüren. Es ist schrecklich. Könnt ihr vielleicht den Schmerz der Kreatur irgendwie lindern? Könnt ihr die Kräne zerstören, die sie festhalten? Danke. Servus, Mr. Geschützi. Servus, Mr. Geschützi 2. Er mag sein Geschütz. Und er auch. Er hat auch ein Geschütz, aber ein anderes. Was? Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab doch nur mit meiner Macht ein bisschen rumgespielt. Nicht missverstehen.